Gäste müssen leider draußen bleiben. Ein gepflegter Drink nach Feierabend, lang ist's her. Zumindest in Bars und Kneipen. In den eigenen vier Wänden wird der ein oder andere dafür umso kreativer. Ja. Ja. Also ich mag es eigentlich schon ganz gern, mal so neue Cocktails auszuprobieren. Ein Glas Weinchen ab und zu mal oder Aperol, ja. Wenn dann zwischendurch nur mal einen guten Whisky, handwarm, wie er sein muss, rauchige Whiskys, ne, also, und dann gute Musik hören. Aperol, Portwein, was der Urlaub hergibt. Und das will dann natürlich auch präsentiert werden. Daher voll im Trend der Barwagen. Lang als 50er Jahre Spießertum verbannt, erobert er die heimischen Wohnzimmer jetzt wieder zurück. Holger Ihle, Verkaufsleiter bei Möbelhaus Inhofer in Senden, sieht da auch ein bisschen die Pandemie als Treiber. Cocooning ist ja grundsätzlich ein großes Thema. Und ich denke, wenn man dann genießen möchte am Feierabend oder auch mal zwischendrin, ist eine Hausbar sicherlich etwas, was die Einrichtung zu Hause abrundet. Dem Geschmack sind hier keine Grenzen gesetzt. Von modern verchromten Klassikern bis hin zu extravaganten Eyecatchern gibt's den Retro-Trend in jeder Stilrichtung. Das macht optisch was her, ist aber auch vielseitig. Ob als Minibar, Beistelltisch oder dekorative Ablagefläche, der Käufer muss sich nur überlegen, was im Fokus stehen soll. Ist es eher ein Möbelstück, was im Raum immobil sein soll, dass es also dauerhaft an einer Stelle steht, dann kann ich mir auch ein ausladenderes Modell oder schwereres Modell anschaffen. Wenn ich vielleicht auch fürs Frühstück am Bett am Sonntag beweglich sein möchte, dann ist sicherlich ein einfaches, leichteres Möbelstück, vielleicht mit Rollen, welches ich dann gut zu Hause bewegen kann, von Vorteil. Wie der Barwagen dann auch richtig eingesetzt wird, weiß der Ulmer Barbetreiber Sanjit Singh. Für den Inhalt des Glases gilt, wie bei der Einrichtung auch, Klassiker kommen zurück. Allerdings mit modernem Twist. Sanjits Kreation für ein bisschen Barfeeling zu Hause, der Negroni mit sommerlicher Note. Wir haben drei gleiche Teile bei diesen Komponenten. Das heißt, ob ihr jetzt 90 Milliliter oder 9 Liter draus macht, das ist euch überlassen. Ich gehe jetzt mal ganz normal vor und nehme 30 Milliliter von dem infusionierten Gin. Dann nehme ich gleiche Teile von dem Bitterlikör. Wer es nicht ganz so bitter macht, reduziert hier einfach ein bisschen. Und jetzt nehme ich jeweils einen halben Teil in diesem Sinne, also jeweils 150 von meinem schönen Wermut. Einer etwas kräutriger, einer etwas süßer, bringt so ein bisschen Komplexität in den Drink. Der Negroni hat einfach alles. Also er hat eine gewisse Kraft von dem Gin, ja, der etwas hochprozentiger ist. Er hat eine Komplexität durch die Bitter- und die Süßnoten von dem Bitterlikör und von dem Wermut. Und wenn man den gut mixt, dann ist das eine einzige Harmonie. Da packen wir jetzt Eis rein, nicht zu knapp. Und das Ganze rühren wir jetzt einfach so 15 bis 20 Sekunden auf Eis. Das Schmelzwasser ist, wenn man so möchte, die vierte Komponente vom Negroni. Ja, das gehört dazu, weil sonst wirkt er doch ein bisschen zu kräftig. Dann schnappen wir uns ein Glas, ja, und sei das Ganze quasi einfach ab. Und dann haben wir es fast geschafft. Ich bekomme Durst. Ich nehme jetzt ein bisschen was von dieser Grapefruit-Haut hier. Sprühe die auch ganz gerne so einmal über diesen Drink. Und dann, kein Muss, aber schön fürs Auge, schneide ich mir diese Grapefruit-Zeste noch etwas zurecht und lege die einfach mit oben drauf. Das ist dann sozusagen für die Nase. Genau. Ein Negroni. Cheers. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.